Schon immer hatten die Oberns im Osten des Kreises Heidenheim in Baden-Württemberg Schweine im Betrieb. Zwischenzeitlich wurde die Sauenhaltung einmal aufgegeben, aber nur für ein paar Jahre, weil die räumlichen Voraussetzungen es nicht mehr hergaben. Aber ab sofort setzt Tobias Obern ja auf das geschlossene System. Anfang der 2000er hat man in einer Entfernung von etwa 1,5 Kilometer von der alten Hofstelle die Mast- und Ferkelaufzucht ausgesiedelt. Dort stehen die Ferkel in Buchten A28 Tiere. Weil die Flüssigfütterung am Kurzdruck nicht erwartungsgemäß funktioniert, wurde in jede Bucht noch ein Breifutterautomat, der händisch befüllt werden muss, eingebaut. Die Zuluft kommt über eine Porendecke, wird aber zum Teil Unterflur abgesaugt. Das gleiche Prinzip wird auch im Maststall genutzt. Dort wird nochmal zwischen Vor- und Endmastabteilen unterteilt. Gefüttert wird flüssig am Langtrog. Als Tobias Obern 2015 seine Technikerschule abgeschlossen hat, war es Zeit für einen neuen Betriebsentwicklungsplan. Er sah eine Möglichkeit in der Wiederaufnahme der Ferkelproduktion, um so seinen Betrieb zu einem geschlossenen System umzuwandeln. Da wurde er auf das EEP-Projekt Schwein in Baden-Württemberg aufmerksam. Auf dieses EEP-Projekt Schwein bin ich eigentlich aufmerksam geworden über Rudi Wiedmann und über befreundete Landwirte, die schon Teil des Projekts waren. Und habe ich mir das dann mal angeschaut bei diesen EEP-Treffen, habe mir angeschaut, wie die Präsentationen ablaufen, was da so, was die sich so vorstellen, was die wollen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das für mich auf meinem Betrieb, umsetzen. Sein Fokus liegt eindeutig auf dem Teilbereich Tierwohl des Projektes. Für mich war es eigentlich so, das EEP besteht ja aus verschiedenen Bereichen, der Bereich Tierwohl, Öffentlichkeitsarbeit, die Emissionsminderung. Und für mich war eben der Bereich Tierwohl eigentlich der Bereich, der im Vordergrund stand. Die neu zu bauenden Bereiche waren schnell gefunden. Wir sind jetzt hier eingestiegen in die Sauenhaltung. Wir hatten früher Sauenhaltung im Dorf und haben jetzt gesagt, wir siedeln die Sauenhaltung komplett aus, machen hier komplett neu, Deck-, Warte- und Abferkelbereich. Und diese schauen wir uns jetzt einmal an. Deck- und Wartebereich befinden sich in einer Hülle ohne die Abtrennung von Abteilen. Im Deckbereich ist ursprünglich Platz für 45 Tiere, nach neuen gesetzlichen Vorgaben nur noch für 36. Der Bewegungsbereich zwischen den Fressliegebuchten liegt 2 Stufen tiefer und ist mit reichlich Stroh eingestreut. Damit steht ein rutschfester Boden zur Verfügung, der die Klauen und Gliedmaßen der Sauen bei Rangkämpfen schützt. Zudem ist eine Eberbucht im Deckbereich integriert. Der Eber kann bei der Besamung vor den Sauen laufen und ist so positioniert, dass frührauschende und umrauschende Sauen gut erkannt werden können. Nach dem Aufenthalt im Deckzentrum wird die Besamungsgruppe in 2 Hälften aufgeteilt und in je eine 19 Sauen fassende Warteburt getrieben. Hier stehen den Sauen 3 Quadratmeter im Stall und 1,5 Quadratmeter im Auslauf zur Verfügung. Im Stallinnern befinden sich Liegekessel und ein sehr breiter Laufgang. Gefüttert werden die Sauen am Boden. Dazu hängen über den Liegekesseln einzelne Dosatoren, die dann das Futter auf den Boden fallen lassen. Schon nach kurzer Zeit haben die Sauen es gelernt, aufeinander zu steigen, um die Dosatoren zu erreichen und zu beschädigen. Hier muss noch eine andere Lösung her. Die Türen sind eine Herausforderung für die Lüftung im Stall. Tobias Urban hat sich für eine Gleichdrucklüftung entschieden. Das war bei uns die Frage damals, wie machen wir die Lüftung im Wartestall, gerade in Bezug auf den Auslauf. Wenn man eine Unterdrucklüftung hat, besteht die Gefahr, dass es eben zu den Auslauftüren reinzieht und dann die Liegekessel in der Nähe der Auslauftür nicht angenommen werden. Bei einer Überdrucklüftung war es eben schwierig, das umzusetzen mit dem Wärmetauscher, der mir sehr wichtig war. Und dann blieb uns eigentlich nur noch die Gleichdrucklüftung, sodass wir keine Zugluft im Bereich der Türen haben, trotzdem unseren Wärmetauscher einsetzen können und die Luft gleichmäßig im gesamten Stall verteilen können. Das funktioniert auch in der Praxis sehr gut.
Der einzigste Nachteil sind eben die höheren Stromkosten, weil wir eben zwei Ventilatoren haben und dadurch einfach mehr Strom benötigt wird. Im neu errichteten Abferkelstall setzen die Urbans auf freie Abferkelung. Im Abferkelbereich haben wir pro Sau 7,5 Quadratmeter. Wie gesagt, die freie Abferkelung, eine spezielle Fütterung. Da können die Sauen an einem Futterautomat fressen, an dem gleichzeitig auch die Ferkel fressen können. Dies ist vor allem für die Darmgesundheit der Ferkel sehr förderlich, da die einfach schon früh beginnen, zusammen mit der Sau Futter aufzunehmen. Die Ferkelverluste haben sich durch dieses System allerdings leicht erhöht. Also die freie Abferkelung hat uns deutlich mehr Ferkelverluste gebracht. Vor allem die Anfangszeit war sehr, sehr schwer. Wir haben ja unseren Sauenbestand komplett neu aufgebaut und hatten dann am Anfang reine Jungsauengruppen. Und hier war es schon sehr schwer. Also dann gingen dann für die Verluste über 20%, die Saugferkelverluste. Hauptsächlich Erdrückungsverluste, teilweise auch Trittverluste, wenn die Sauen auf die Ferkel eben drauf treten. Was einfach davon kam, da die Sauen einfach noch sehr unruhig war. Trotz, dass wir hauptsächlich bei der Abferkelung auch viel Stroh einstreuen, wir versuchen ja die Sauen dadurch zu beruhigen, dass sie ihren Nestbautrieb ausüben können, aber dennoch waren die Verluste relativ hoch. Mittlerweile sind wir jetzt schon deutlich weiter. Wir sind aktuell bei Saugferkelverlusten von um die 16%. Also die Tendenz nach unten ist da, aber es ist einfach so, die Verluste, gerade die Erdrückungsverluste in den ersten 2 bis zu 3 Tagen sind einfach deutlich höher. Etwa 60% des Bodens der Bucht ist geschlossen und etwa 40% besteht aus Gussspaltenelementen, unter denen sich ein Güllekanal befindet. Das Ferkelnest beträgt 1,5 Quadratmeter und ist mit einer Fußbodenheizung und einer Abdeckung versehen. Die Buchtenabtrennungen sind so angebracht, dass die Sauen sehr einfach im hinteren Teil der Bucht festgesetzt werden können, wenn Ferkelbehandlungen anstehen. Gelüftet wird über eine Unterdrucklüftung, die die Frischluft über eine Porendecke ins Abteil hineinsaugt. Für die höheren Luftraten im Sommer wird diese durch Luftventile unterstützt, die an der Decke verteilt sind. Die Zuluft wird zusätzlich über einen Luft-Luft-Wärmetauscher in der kalten Jahreszeit zur Energieeinsparung erwärmt. Für die hohen Temperaturen im Sommer ist in der zentralen Zuluftöffnung am Giebel auch ein Coolpad eingebaut, der sich ab 25 Grad einschaltet. Die Abferkelbuchten sind so ausgerüstet, dass sie auch als Ferkelaufzugbuchten genutzt werden können. Da war eben der Gedanke, die Ferkel sollen nach dem Absetzen in der Abferkelbucht bleiben, möglichst lange. Momentan ist es so, dass wir jede zweite Gruppe für 6 bis 7 Wochen in der Abferkelbucht belassen. Das heißt, die Ferkel, wenn sie aus der Abferkelbucht rauskommen, haben dann irgendwo 25, 27 Kilo in der Richtung. Und da ist es natürlich schon so, bei der Planung und Konstruktion der Abferkelbucht musste natürlich darauf geachtet werden, dass auch diese Bucht den Anforderungen von größeren Ferkeln gerecht wird. Das heißt, der Ferkelschutzbügel musste so konstruiert werden, dass die großen Ferkel auch durchlaufen können. Die Futter- und Tränkestelle musste so konzipiert werden, dass es für kleine, große Ferkel und auch für die Muttersau funktioniert. Und ich denke, hier haben wir auch einen sehr guten Weg gefunden, dies alles zu realisieren. Das Futter für Sauen und Ferkel wird zentral angemischt und dann auf die entsprechenden Silos verteilt. Für die Sauen gibt es 3 Silos für tragendes und säugendes Futter und eines für ein Geburtsvorbereitungsfutter. Hier werden zur besseren Darmmotilität ganze Weizenkörner zugemischt. Im Mastbereich werden neben der Molke Getreide, CCM und Sojaschrot eingesetzt. Rationen, mit denen man eigentlich nichts falsch machen kann. Es bestehen aber im Bereich Phosphor noch höhere Einsparpotenziale.
Die höheren Kosten für die neuen Ställe müssen auch im Betrieb Obern wieder aufgefangen werden. Auch wenn es zusätzliche Förderungen für den Bau gegeben hat, erhöhen sich die Betriebskosten, alleine schon durch 100 Quaderballen an Stroh, die im Jahr benötigt werden. Die Vermarktung wurde entsprechend angepasst. Die Hälfte ihrer Mastschweine werden direkt an einen regionalen Metzger verkauft. Dabei ist ein Festpreis nach Schlachtgewicht ausgemacht. Die andere Hälfte geht an die Edeka ins Gutfleischprogramm. Insgesamt hat die Familie Obern die Zeichen der Zeit richtig gedeutet und setzt mit ihren Tierwohlstellen auf einen zukünftigen Weg, der von Politik, aber ganz bestimmt früher noch vom Lebensmitteleinzelhandel gefordert wird. Neueste Aussagen von Aldi und Co. zeigen, dass dies die richtige Entscheidung gewesen ist.